So, zwei Familienhaus ist fertig. Sperrmacherei steht schon lange leer, ist okay. Du kannst trainiert werden. Auch okay. Ja, du, bald wieder Steine, würde ich sagen. Na, jetzt sollten wir langsam mit Straßen anfangen. Jetzt, wo eigentlich alles so weit steht. So, das sollte erstmal die Straße reichen. Naja, sobald kein Eisenerz mehr hier drin ist. Also jetzt eigentlich. Musst du wieder Steine kloppen gehen. Okay. Freudentränen traten in die Augen des alten Meisters, als wir den Quasinter die Eisenwerkzeuge überreichten. Nun konnten wir mit ihnen wertvolle Rohstoffe handeln und wir hatten neue Freunde gewonnen. Das allein wäre schon Dank genug gewesen, aber Montemanto gab uns noch einen weiteren wertvollen Hinweis. Auf der anderen Seite des großen Flusses lebten zurückgezogen die Zoloketl im undurchdringlichen Dickicht des Dschungels. Sie war damals dazu gepresst worden, die große Hauptstadt des Ringkultes zu errichten. Wer, wenn nicht die Baumeister selber, würden alle Geheimnisse und Schwächen der Festungsanlage kennen. Verschmitzt kniff Montemanto mir ein Auge. Um zu den Zoloketl zu gelangen, müssen wir nun über die große Brücke gelangen und dann immer dem Lauf des Flusses folgen. Mhm. Okay, also würde es sich fast schon rentieren, den Wolkenaugen Frieden anzubieten, Freundschaft anzubieten. Dann tauschen wir halt Wolle gegen Bögen. Nicht Bögen, sondern Leder dann mal hochdrehen. Wobei, 10 Leder dürften reichen. Die hier waren sind definitiv gut versorgt. So, und du? Kannst wieder in der Bäckerei arbeiten und Wasser holen.
Ja, jetzt könnte ich theoretisch mit denen handeln und Eisenwerkzeuge gegen Gold tauschen. Oder halt Möbel gegen Eisen. Eisenwerkzeuge gegen Gold wäre okay. Schiffe erfunden. Das heißt, Schifferhütte. Blödsinn, jetzt hätte ich mich fast vertan. Ein Webstuhl brauche ich doch. Das ist echt immer ein bisschen doof. Jägerzelt da. Webstube. Du kannst trainiert werden. Gut. Er hat Hunger, also geht er was essen. Ja, du mach mal hier voll, damit wir die Speermacherei dann. Ja, das nächste Thema, Holz. Holz, Weizen, Stein. Holz, Weizen, Stein. Gut, das heißt, du wirst eingerissen sobald. Also ja, so wie es fast aussieht, brauche ich hier nicht mal Geschirr hinliefern lassen. Sie holen es einfach von hier oben. So wie sie auch Möbel von hier oben holen. Ich kann einfach eine Straße noch ein Stück weit in die Richtung setzen. Also vielleicht, ja, vielleicht bringt es uns noch was. Weil bei euch kann ich keine Söldner anheuern. Vielleicht bei den Wolkenaugen. Ja, eine Straße noch in die Richtung bauen. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Gut.
Ja, und dich sollte ich langsam dann. Rüstung schmieden und Waffen schmieden lassen. Jägerzelt steht halt auch schon eine Weile leer. Und schwupps wird hier Holz eingelagert. Gut. Was du machst Speere. Da sollen die zwei oder drei Speere, die er halt macht, da rumliegen auch. Es werden vier werden. Ja, Gold wird mehr. Okay, fünf Speere sind es mittlerweile. Gut, fünf Speere einreißen, ja. Das heißt Bogenmacher. Du kannst es übrigens mal wieder schustern. Hä? Achso. Und wieder hier oben einziehen. Sehen unsere Holzvorräte so aus. Da sind 7 Holz. Du kannst trainiert werden, das ist auch gut. Männer kann trainiert werden. Du kannst trainiert werden, das ist Sven, unser Bauarbeiter. Ach ja, und die Bogenmacher, Holzfällerzelt, Bogenschnitzerei. Eher nach hier. Gut. Thank you.
So, den Waldschmied weiter trainieren. Also so ein Speerstuller. Unseren ehemaligen. So, wenn die beiden Gebäude gebaut sind, dann brauche ich nur noch eigentlich einen Bauarbeiter und der andere kann Händler sein. Also Sven als Bauarbeiter, Alf als Händler.